Ciao zusammen, heute darf ich zum ersten Mal einen Schlagerabend moderieren, und zwar im Zusammenhang vom 9. Internationalen Holzer-Wettkampf. Wir sind hier auf dem Pfannenstiel und in wenigen Minuten haue ich es auf die Bühne raus. Wir sind hier Backstage und heute Abend geht es in der Show unter anderem auch um folgende Show-Acts. Es treten auf Duo Grenzenlos, Monique, Danita und Alexandra Hoffmann und der Leonard. Ich freue mich riesig und bin mega gespannt aufs Publikum. Grenzenlose Party Power, urchig, fetzig und lockig. Und da sind sie eingeschlagen aus dem Mädchenbuch. Grenzenlos! Ich glaube, jetzt sind wir warm, oder? Zeigt doch mal eure Hände. Alle zusammen noch schnell in die Luft. Kommt. Yes, und jetzt nochmal kommen. Oh, yes, yes, wir sind bereit. Für den Herrn David ist lanciert. Hier innen kochen es, hier innen brodeln es. Und hier innen sind wir bald bereit für den nächsten Act. Sie wird, das Jahr 40, sie sind 30 Jahre auf der Bühne. Seit 20 Jahren lebt sie davon als Berufssängerin und dieses Jahr bringt sie ihr 10. Album aus. Wir kennen sie als Berner froh Natur und ich habe sie jetzt live backstage als Energiebündel erlebt, voller Lebensfreude. Wir kennen sie aber auch als Siegerin vom Grand Prix von der Volksmusik 1999 und vor 7 Jahren, 2010, hat sie den Prix Valo gewonnen. Jetzt, hinter dem Häuschen, kommt auf die Bühne. Welcome on stage, Monique! Mein Name ist Nico Launer, ich gehöre zum OK von dem ersten Schlagerabend hier auf dem Pfannenstiel oben und ich muss euch sagen, es war ein Hammerabend. Der Gianfranco, unser Moderator, hat das Festzelt mit zum Kochen gebracht, er hat eine gute Stimmung angebracht, er hat unsere Gäste super vorgestellt und einfach dazu beigetragen, dass das ein super Anlass war. Umso mehr noch, weil wir auch im Vorfeld auf seine Unterstützung haben können zählen. Seine professionelle Art, wie er uns unterstützt hat im Radiointerview, das wir machen konnten, und der Radiospot, den er auch noch für uns gemacht hat. Wirklich eine super Sache. Gianfranco, danke vielmals. Wow, ein riesen Abend geht zu Ende. Meine Premiere als Schlagerabend-Moderator. Es hat mega Applaus gemacht. Pfannenstiel, ihr habt gekocht, drinnen und draussen, Backstage und Indoor. Einfach riesig. Danke allen, die gekommen sind, die aufgepilgert sind, dem Publikum da draussen, aber natürlich auch ein grosses Merci den Künstler da innen. Und vor allem, last but not least, oder besser gesagt, first, am Okra vom HBK, der mich gebucht hat. Und es würde mich riesig freuen, wenn ich wieder mal hier auf dem Pfannenstiel dürfte einen Schlagerabend moderieren. Habt's gut, schöne Zeit, ciao zusammen.